Wir hatten heute die erste Ministerratssitzung nach der Sommerphase, wo der Ministerrat ja eingeschränkt stattfindet. Und natürlich war auch heute, wie so oft in diesem Jahr, Corona und der Umgang mit der Pandemie das zentrale Thema. Ich glaube, positiv gilt einmal zunächst hervorzuheben, dass der Fortschritt in der Wissenschaft in den letzten Monaten ein großer war, dass viele ihre Prognosen, wann es zur Erforschung eines Impfstoffes oder eines Medikaments kommen könnte, noch einmal revidieren mussten, und zwar zum Positiven revidieren mussten, und wir daher natürlich Licht am Ende des Tunnels sehen. Es ist aller Voraussicht nach möglich, dass es gerade bei der Erforschung eines Medikaments, aber auch bei der Erforschung eines Impfstoffs so große Fortschritte in den nächsten Monaten geben wird, dass der nächste Sommer schon ein normaler werden kann. Das ist positiv, denn gerade wenn es darum geht, eine herausfordernde Phase durchzuhalten, glaube ich, ist es gut, wenn man weiß, es ist auf Zeit, es ist ein Ende in Sicht und es gibt Licht am Ende des Tunnels. Was die Situation in Österreich betrifft, glaube ich, können wir zusammengefasst sagen, dass wir relativ gut durch den Sommer gekommen sind. Wir sind ja nicht nur ein Exportland, wir sind auch ein Tourismusland. Gerade die Sommersaison ist wichtig für weite Teile Österreichs. Der Tourismus, gerade an den Seen, aber auch in den Bergen, hat gut funktioniert und er hat vor allem sicher funktioniert. Wir hatten wenige Cluster, die sich gebildet haben, und die konnten sehr schnell, wie zum Beispiel in St. Wolfgang, auch eingefangen werden, und eine weitere massive Ansteckung ist davon nicht ausgegangen. Was wir am Ende des Sommers erlebt haben, und auch da haben wir schnell reagiert, war eine steigende Zahl an infizierten Reiserückkehrern. Damit war leider Gottes zu rechnen, dass aufgrund der Reisebewegungen im Sommer die Ansteckungszahlen auch wieder steigen werden. Und wir haben hier, der Gesundheitsminister wird noch Details dazu nennen, aber natürlich in den letzten Wochen einen stärkeren Anstieg der infizierten Zahl, vor allem auch aufgrund der Reiserückkehrer in Österreich, erleben müssen. Das bedeutet zusammengefasst allerdings, dass wir jetzt zu Beginn des Herbst, wenn sich wieder mehr und mehr nach innen verlagert, wenn die Schule wieder anfängt, doch Ansteckungszahlen auf einem relativ hohen Niveau haben, und das schon vor Beginn der Schule. Und das macht es natürlich notwendig, dass wir alle gemeinsam uns bemühen, alle gemeinsam uns anstrengen, alle gemeinsam unseren Beitrag leisten, dass wir möglichst gut durch diesen Herbst und durch diesen Winter kommen. Als Bundesregierung wird am Freitag die Ampel präsentiert werden. Danke an das Gesundheitsministerium, das hier über den Sommer intensiv an diesem Projekt gearbeitet hat. Die Ampel soll den Menschen in unserem Land die Möglichkeit geben, ganz klar einen Überblick zu bekommen, wie die regionale Situation in Österreich ist, in welchen Gebieten sie besser und in welchen Gebieten sie schlechter ist, und natürlich damit in Einklang auch Maßnahmen gesetzt werden, um dort, wo die Situation eine schlechtere ist, zielgerichtet auch regional reagieren zu können. Zusätzlich zu dieser Möglichkeit der Beurteilung und auch der Maßnahmensetzung gibt es natürlich auch allgemeine Regeln und Empfehlungen, wie wir durch den Winter und den Herbst kommen können. Und da darf ich vielleicht drei Punkte hervorheben, die uns als Bundesregierung hier ganz wesentlich erscheinen. Der erste Punkt ist, das, was wir ursprünglich immer gesagt haben, was, glaube ich, vor dem Sommer, im Frühling mehr und mehr Menschen auch gelebt haben, das Abstand halten, die Hygienemaßnahmen, das ist entscheidend. Und es wird im Herbst immer wichtiger werden. Daher unsere große Bitte, dort, wo es möglich ist, Abstand halten, Hygienemaßnahmen einhalten, auf gewisse Begrüßungsrituale, auf Zeit zu verzichten. Zweiter Punkt. Wir haben vor einiger Zeit, vor dem Sommer, gesagt, werfen Sie die Maske nicht weg, wir werden sie noch brauchen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt. Je mehr sich unser gesellschaftliches Leben wieder nach innen verlagert, umso wichtiger ist es auch, dass wir dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, wieder vermehrt die Maske tragen. Sie schützt die Mitmenschen, sie schützt aber auch einen selbst.
Und der dritte Punkt, wir wissen aufgrund der Analysen unserer Ansteckungsfälle, dass viele Ansteckungen im privaten Bereich entstehen, bei privaten Feierlichkeiten, bei Geburtstagsfeiern, beim gemeinsamen Schauen des Champions League-Finale und vieler anderer freudiger Events. Und da ist unsere dringende Empfehlung, diese natürlich auch mit Hausverstand abzuhalten. Das heißt, auch bei privaten Feierlichkeiten gilt, so gut als möglich Abstand halten. Und natürlich, es ist reine Mathematik, je geringer die Zahl der Personen ist, die bei solchen privaten Feierlichkeiten teilnehmen, desto geringer die Ansteckungszahl. Und auch hier wollen wir eine Empfehlung abgeben. Und zwar ähnlich wie in Deutschland ist unsere Empfehlung, dass private Feierlichkeiten maximal in einer Größe von 25 Personen stattfinden. Aber ich sage dazu, natürlich, je kleiner die Gruppe, desto kleiner die Ansteckungsgefahr. Wir verkünden das ganz bewusst auch heute, weil natürlich, je näher auch Weihnachten rückt, immer mehr Menschen sich die Frage stellen, wie wird das mit den Weihnachtsfeiern sein? Wird es die geben, wird es die nicht geben? Natürlich ist klar, dass man in den Büros und mit den Kolleginnen und Kollegen auf Weihnachten anstoßen möchte, da vielleicht auch die eine oder andere Stunde miteinander verbringen möchte. Das gehört zu unserer Kultur, zu unserer Gesellschaft dazu und das braucht es auch in einer gewissen Art und Weise. Aber die große Bitte ist, dass wir das heuer mit Hausverstand, mit Vernunft und natürlich zahlenmäßig ein Stück weit eingeschränkt auch alles stattfinden lassen, damit wir gut durch diesen Herbst und Winter kommen. Ich darf darüber hinaus mich ganz herzlich beim Innenminister bedanken für die Kontrollen, die durch die Polizei durchgeführt werden. Der Innenminister wird noch genauer erläutern, wie diese Kontrollen jetzt auch verschärft werden, was die Quarantänemaßnahmen betrifft. Denn eins ist klar, wenn jemand positiv getestet ist oder wenn jemand Kontaktperson 1 ist und somit ein Risiko potenziell darstellen kann, dann ist es wichtig, dass die Quarantäne auch eingehalten wird. Aber dazu wird der Innenminister noch im Detail eingehen. Ich möchte darüber hinaus noch ein paar Worte verlieren zur wirtschaftlichen Situation und zur Situation am Arbeitsmarkt. Wir haben natürlich durch die Corona-Pandemie eine massive Weltwirtschaftskrise, die auch an Österreich nicht vorbeigeht. Positiv gilt anzumerken, dass einige der sehr düsteren Prognosen ein Stück weit zum Besseren jetzt revidiert worden sind. In Österreich rechnen wir mit einem wirtschaftlichen Einbruch in diesem Jahr von rund 7%, aber gleichzeitig, und das ist die sehr gute Nachricht, mit einem doch wieder deutlichen Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr. Am Arbeitsmarkt bedeutet das, dass die nächsten Monate natürlich noch eine Herausforderung werden, auch saisonal bedingt ist das ja auch in guten Jahren schon grundsätzlich so, aber auch für das nächste Jahr rechnen wir hier mit einer durchaus wieder positiven Entwicklung. Als Bundesregierung haben wir zahlreiche Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht, Investitionspakete auf den Weg gebracht und Entlastungsmaßnahmen. Diese möchte ich noch besonders hervorstreichen, weil sie jetzt im September auch schlagend werden. Wir haben die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer der untersten Progressionsstufe beschlossen von 25 auf 20%. Das bringt eine Entlastung von 350 Euro für arbeitende Menschen, die voll Steuern zahlen. Wir haben beschlossen, dass es 360 Euro zusätzlich neben dem Familienbonus und allen Maßnahmen, die es ohnehin schon gibt, eine zusätzliche Unterstützung von 360 Euro pro Kind jetzt auch im September geben soll und eine Einmalzahlung auch für arbeitslose Menschen von 450 Euro. Das alles sind Maßnahmen, die wir vor dem Sommer auf den Weg gebracht haben, die jetzt im September schlagend werden und die hoffentlich auch, was den Konsum betrifft, eine positive Auswirkung haben. Abschließend daher die große Bitte an alle, die es sich leisten können, wenn sie konsumieren, konsumieren Sie heimische Produkte, konsumieren Sie österreichische Produkte und stärken Sie damit die österreichische Wirtschaft und natürlich auch den Arbeitsmarkt in unserem Land.